Okay, wie viele Wochen sind vergangen? Zwei, drei Wochen. Naja, drei Wochen auf jeden Fall, schon fast vier. Und was hat sich getan? Naja, also ich habe in den ersten beiden Tagen nach den 21 Tagen nochmal 2 Kilo abgenommen. Hab dann aber wieder, jetzt wieder 2,5 Kilo drauf. Danke. Aber vielen Dank für die Unterstützung, Lars. Kein Problem, immer wieder gern. Und bei dir? Naja, ich habe ziemlich viel verloren, glaube ich, also für meine Verhältnisse. Ich glaube, um die 5 Kilo habe ich nach der Stoffwechselkur verloren. Ja, und dann habe ich natürlich langsam angefangen, normal zu essen, weil mir fehlte die Energie. Das heißt, ich bin jetzt wieder auf dem Altgewicht, wenn nicht sogar noch ein paar Kilo mehr, weil ich mache das nie wieder so. Also bei mir ist so, ich esse auch wieder normal. Seitdem, also nach diesen 2 Zusatz-Diät-Tagen, wo man die Globulis absetzt und so, habe ich auch wieder angefangen, normal zu essen und esse aber auch viel bewusster, weil manchmal denke ich so, oh, jetzt lieber nicht und ich werde auch schneller satt. Habe, wie gesagt, 2-3 Kilo wieder zugenommen und bin jetzt quasi, habe mich so eingependelt bei minus 12 Kilo. Ich jetzt seit 3 bis 4 Wochen halte und ich hoffe, ich kann es auch weiterhalten. Ich habe schon überlegt, ob ich es vielleicht nochmal mache nach Weihnachten. Wie sieht es bei dir aus? Würdest du es nochmal machen? Ich würde es so, nee. Es war hart, ne? Ich kann das auch nicht mehr. Ich habe das gemerkt beim Sport, mir fehlte immer die Energie. Ich habe aber auch 4 Kilo Muskelmasse abgenommen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, besonders mir, weil ich so viel abgenommen habe. Ja. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, würde ich sagen. Exakt. Tschüss!